Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Ja, ihr seht richtig, The Binding of Isaac Afterbirth mit mir, dem Erik von Gamer4Games HD. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das mal auf, weil ich habe in letzter Zeit, spiele ich das auch öfters, ich spiele es privat ziemlich oft. In letzter Zeit habe ich ziemlich Bock drauf. Ich habe mir auch das DLC jetzt geholt, obwohl ich Rebirth noch nicht mal durch hatte. Aber ich wollte Afterbirth haben wegen den ganzen Items und Charakteren und dem Greed-Mode vor allem. Wer nicht weiß, was The Binding of Isaac ist, es ist quasi ein Dungeon-Crawler, ein Roguelike, wo man quasi durch mehrere Ebenen durch muss und am Ende halt Bosse immer besiegen muss auf jeder Ebene, um durch die Ebene zu kommen. Aber das werden wir danach sehen. So, das ist mein Speicherplatz hier. Wir nehmen natürlich einen neuen, fangen von neu an. Und es gibt eine Menge zu bereden halt in dieser Folge. Und ich finde, Binding of Isaac eignet sich da eigentlich ziemlich gut, um über ein paar Sachen zu reden, so finde ich. Und ich würde sagen, wir machen ein neues File. Falls ihr es euch interessiert, was ich hier so... Das war ein kleiner Testrun gerade eben, um Aufnahmeeinstellung zu machen. Also, nur mal um zu interessieren, und hier hatte ich halt einen Winstreak von -3. Ich bin nicht so gut im Spiel, muss ich zugeben. Also wirklich nicht gut, ja. Es gibt bessere. Viel, viel bessere. Also, alle. Und nein, also hier gibt's, ich habe alle Charaktere freigeschaltet, einschließlich den Lilith, außer das Blue Baby, das habe ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht gekommen, weil ich, wie gesagt, nicht so gut bin und nicht gewinne immer. Also das, ich bin wirklich gut. Mit Azazel habe ich schon einige Sachen. Also ich muss echt noch. Ist ein langer Weg, ja. Auf jeden Fall. Und deswegen machen wir ein neues File, ist gar kein Problem. Das hier nehme ich dann für die Aufnahmen und ja. Wir machen ganz normal einen Standard-Run mit Isaac auf hart, nicht auf normal und auch kein Greed-Mode. Wir machen einen ganz normalen Standard-Run mit der Einstellung hart mit Isaac. Fang an, ich habe genug gelabert fürs Erste. Und Burning Basement 1. So, und was auch ziemlich neu ist, war ja immer diese kleinen Räume, direkt so ein kleiner Mini-Boss hier. Können wir ja direkt machen hier. Ist ja nicht schwer, wirklich. Und ich werde die ganzen Runs auch komplett hochladen. Wow, 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 wow. Hey, hey, ist aber gut. Ja, mach deine Dinger da weg. Oh, der hat eine Karte gedroppt. Ja, ich kenne mich auch nicht wirklich mit allen Items so richtig gut aus. Aber ich weiß schon, was die meisten Sachen so können. Und ja, ich könnte ja immer wieder wegschalten, ne, falls euch irgendwie, ne... Falls ihr denkt so, oh Mann, was ein Noob, Alter, der kann ja gar nichts. Oh, das da, Alter. Please. Was? Der macht einen Herzschaden. Muss ich verarschen? Alles klar. Direkt in der ersten Folge drauf gehen. Ich habe ja schon mal Isaac aufgenommen, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir, ja, auf jeden Fall. Und Sven hat auch mal ein paar Folgen gemacht, aber... Bomberboy. Ein paar Bomben mal wenigstens. Aber das waren ja nur so... Ah, das war ja nicht wirklich was... Alter, schon wieder die Dinger hier. Muss ich verarschen? Verpisst euch, Mann, mit euch. Alter, ich will jetzt hier nicht drauf gehen. Alter, willst du mich verarschen? Warum? Warum kriege ich denn auch diese Gegner direkt? Alter, ist das peinlich. Scheiße, Alter. Okay, dann müssen wir, machen wir nochmal kommen. Fuck. Ey, ganz ehrlich, was ist... Oh, vorsichtig. Ah, schade, dass ich dich verschieben kann. Ja, eine Bombe, aber... Das ist ein Stein, den will ich eigentlich kaputt machen, aber warten wir erstmal ab. Ach, schon wieder diese Springer, weg mit euch. Ist okay, ja, die gehen ja noch. Das sind ja... Pipifax, wenn ich so... Außer der da unten links, der gefällt mir überhaupt nicht. Erstmal jucken. So... Ich habe ja gesagt, es gibt eine Menge zu bereden. Das tut es auch wirklich. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall. Und zwar, wie ihr merkt, kamen ziemlich, ziemlich krass unregelmäßig Videos. Geil. Fliegen. Oh, das ist nice. Die Karte. The Sun. Also, eins nach dem anderen. So. Wie gesagt, also es kamen ziemlich unregelmäßig Videos. Und dafür möchte ich mich, entschuldigen auf jeden Fall. Oh lol. Hätte ich mir eigentlich denken können. Und naja, der Grund war einfach dafür war einfach nur halt Schule, ne? Abitur.
machst du nichts, 12. Klasse. Ist geschafft auf jeden Fall. Haben wir auf jeden Fall safe drin. Zeugnis gibt's jetzt diesen Freitag. Also ich hoffe, dass das Video morgen erscheint. Also bei euch ist es heute, aber also am Mittwoch, den 6. glaube ich. Minecraft, okay, alles klar. Interessant. Das Item kenne ich zum Beispiel nicht. Das gab's aber bei Rebirth auch nicht. Ich setz mir das mal ein. Ach! So, ach so, so ein Teil, was man verschieben kann. Okay, ja. Geil, ja. Ziemlich gut eigentlich. Ja. Und ja, wie gesagt, Grund war einfach Abitur und Schule. Ah, zu viel Stress. Da hat man eigentlich keine Zeit wirklich zum Aufnehmen irgendwie für irgendwas oder keine Motivation mehr oder so. Und deswegen kamen auch so unregelmäßig immer Videos. Das dafür schon mal tut uns leid, Leute. Also wirklich, das müssen wir uns entschuldigen, aber wir sind gerade ein Abitur am Machen und wir wollen das ja auch schaffen. So, erstmal ganz kurz, wir springen das mir. Ich weiß nicht, ob das Space-Item da, aber so. Das. Leck. Wo war das nochmal? Hier oben war das, ne? Ja, weiß. Och, Junge, doch nicht dahin. Da. Ich hoffe, das Fass da hinten explodiert nicht noch. Ach doch, es wäre explodiert. Ja gut, oh, wir haben sogar das Teil noch erwischt. Geil, da haben wir ein bisschen Schlüsselchen bekommen. Und gehen auch direkt den Boss jetzt mal töten. Haben ein paar blaue Herzchen jetzt. Und ja, ab jetzt, ich habe mir eigentlich so etwas ganz Neues überlegt. Und zwar, will ich eigentlich nicht mehr wirklich so, krasse so, wie soll ich sagen? Nein. Ach, verdammt. Will ich eigentlich quasi keine richtigen so krassen Let's Plays machen mit so Story-mäßig, sondern sowas wie Isaac hier, so. Versteht ihr, was ich meine? Einfach, wenn ich Bock habe, auf irgendwas aufzunehmen, dann nehme ich es auf und dann lade ich es hoch und dann ist gut. So. Und keine wirklichen so krassen Let's Plays jetzt draus machen, so. Wisst ihr, was ich meine? Klar, Minecraft wird auf jeden Fall noch laufen, keine Frage. Da werden wir auf jeden Fall weitermachen. Und, Gott, bin ich, habe so wenig Damage. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann mit der Zeit. Weg mit dir. Oh, die machen so viele Kackhäufchen. Jetzt hört auf damit, ey, ihr fetten Scheiße. Ja, auf jeden Fall, Minecraft wird auf jeden Fall weitergehen. So ist es nicht. Das werden wir zu Ende machen. Und danach würde ich eigentlich gerne sowas wie, einfach sowas wie Isaac machen. So. Das kommt, wird nicht regelmäßig sein. Quasi, muss nicht immer jeden Tag ein Video kommen. Muss auch nicht jeder zweite Tag. Immer dann, wenn wir Bock haben, weil YouTube ist ja nicht unser Beruf, sondern ist einfach nur ein Hobby. Und ein Hobby macht man ja, na gut, in den meisten Fällen macht man ein Hobby eigentlich jeden Tag oder so, wenn es gut läuft. Aber ich meine halt, es ist ja quasi einfach nur ein Hobby. So. Worauf wir Bock haben, wenn wir Bock haben, dann nehmen wir was auf, dann laden wir es hoch und dann ist gut. So. So wird das ungefähr, so habe ich mir das gedacht und so würde ich das auch gerne eigentlich machen. Alter, schon wieder der, obwohl, nee, das war beim anderen Run gerade eben. Immerhin sind wir jetzt schneller, aber Damage ist trotzdem noch immer kacke. Weg. Da killen wir ihn erstmal. Oh Gott, wie viel Spawns denn noch von den... Himmel. Oh Gott. Er macht sie selber kaputt, der Idiot. Alter. Ich will ihn doch nur töten. Treffe ihn nicht! Naja. Aber war das war ungefähr der Plan so. Und Two of Spades, das ist natürlich gut. Macht verdoppelt die Anzahl der Schlüssel. Uiuiui, vorsichtig. Ach ja, so. Und da dachte ich mir halt, mit Isaac kann man sowas halt super machen. Wo ist die Musik hin? Die Musik ist weg. Ist das jetzt gerade nur bei mir so, oder? Nee. Spielsound habe ich, ja. What the fuck? Warum ist die Musik weg? Hä? Okay, Moment. Das erstmal mache ich kurz einen Raum hier. Ganz kurz. Er ist wieder da. Hä? Komisch.
Was war denn das jetzt? Na, das ist immer wieder da. Auf jeden Fall mit Isaac, Alter, wie oft versucht ihr das jetzt schon zu erklären? Mit Isaac wollte ich jetzt halt anfangen, weil das ist so ein Spiel. Kannst du machen, macht Bock. Solche Spiele, die halt einfach. Schon wieder ist die Musik weg. Na egal, scheiß drauf jetzt auf die Musik. So ein Spiel, was einfach nicht wirklich ein Ende hat. Natürlich hat Isaac auch ein Ende, aber ne, das muss man halt lange spielen, bis man mal das Ende erreicht hat. Und. Oh ja, das können wir eigentlich nehmen. Ein HP ab. So. Das ist doch schön. Ein Herzchen für uns. Und yo! Machen wir, ne? Mal sehen, ob wir irgendeinen Charakter schon freischalten können. Wäre natürlich geil. Ich verstehe nicht, warum die Musik immer verschwindet. Das ist komisch. Ich hatte diesen Bug noch nie. Liegt das jetzt in der Aufnahme oder so? Das könnte natürlich sein. Ah, Himmel, verpiss dich. Oh ja, diese eckigen Räume sind auch ziemlich cool. Habe ich ziemlich selten eigentlich welche von gesehen bis jetzt. Ja, da kommt, oh, kommt noch einer. Alter, immer diese Superform. Naja. Oh, die Musik klingt das so leer, ne? Habe ich das Gefühl. Ja, machst ja wohl nichts, was? Der kann das aber nicht aktivieren, oder? Ja, komm mal hier rüber. Komm mal hier rüber. Uiuiui. Jawohl. Immerhin habe ich ihn erwischt. Zwar nicht viel gebracht, aber immerhin habe ich ihn erwischt. Zumindest ist Musik mal da. Naja, und ich weiß nicht, was ich noch für Spiele. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. So habe ich mir das gedacht. Ich hätte das noch nicht mit Sven so besprochen, aber ich habe mir gedacht, so. Ne, da das eh nur ein Hobby ist und einfach, ne, ich mach's ja aus Spaß quasi und aus keinem anderen Grund. Und dann dachte ich mir, gut, machst du das jetzt einfach mal. Und, verpiss dich, du Scheißfliege, Mann, verreck doch. So. Ja, vorsichtig. Ah, Monstrous Lunge als Item. Oh, da fällt mir ein. Ah, wir haben ja gar nicht so viele Items freigeschaltet, ne, noch. Noch nicht. Alter, du Scheiß-Superform, jetzt hau nicht ab vor mir. Gott im Himmel. Ausfällt. Monstrous Tooth. Nice, dann, danke. Synthol, Damage und Range Up. Ja, nice. Hm, Devil Deal. Ist das das Book of Belial? Ist das das, was ich denke, was es ist? Das würde ich nämlich gerne nehmen. Oh ja, das ist es. Nice Item. Geil. Wie viel Damage haben wir? 3 Striche. Oh ja. Sind wir quasi Judas jetzt. Gut, weiter geht's. In welchen Spielen könnten wir das denn machen? Naja, wir haben da einige Spiele, so auf jeden Fall. Noch auf Lager. Zum Beispiel Overwatch. Ja, Overwatch kann man super. Du startest das Spiel, hast Bock auf eine Runde und ja, legst einfach los, nimmst auf und komm nicht mehr hoch. Ne? Nee, kommen sie nicht. Und lädst sie hoch und dann erfreuen sich die Leute dran, so, weißt du? Also, würde mich freuen, wenn sich die Leute dran erfreuen, weil, naja, irgendwo macht man das ja auch für jemand anders noch und nicht nur für sich selber irgendwie. Aber natürlich auch für sich selber irgendwie. Keine Ahnung, ich kann es nicht. Ich bin nicht gut im Erklären. Ich verhedder mich immer so schnell. Ach, Spinnen. Gott, das sind meine Hassfeinde. Die sind auch so unwillkürlich. Besonders die, die springen. Ey. Genau wie diese springenden Körperteile da. Ey. Das ist so schlimm, ey. Stirb. Oh, je, je. Die machen nämlich. Ach, die sind ziemlich nervig. Pille. Ich glaube, das Gute ist Luck Up. Das ist sehr geil. Ey, hör mal auf jetzt. Stirb mal. Alter, was soll das denn jetzt hier? Was hab ich denn Knockerback? Aua. Aber wir brauchen ein Seelenherzchen. Oder ein paar sowas hier. Gehen wir einfach, machen wir einfach den großen Raum. Und hier ist auch der Itemraum. Was? Welch ein. Oh, verdammte Scheiße. Ja, oh ja, oh ja. Bei League of Legends ist genau das gleiche Prinzip. Also so Spiele quasi, Leute, die man immer wieder spielen kann. Die einfach so quasi so einen krassen Wiederspielwert haben. Wisst ihr, was ich meine? Solche Spiele, so wo man einfach Bock hat, das aufzunehmen. Dann macht man es einfach. Und sowas werde ich jetzt machen. So.
Bei Isaac, das wird jetzt auch kein krasses, großes Let's Play oder so. Das wird einfach so, ne? Immer nebenbei versuchen wir das Spiel irgendwie zu beenden oder so. Das ist klar, das würde dann mega lange dauern. So schlecht wie ich bin, hat man ja gerade eben gesehen bei unserem ersten Run. Haben direkt eine Winstreak von minus 1 haben wir direkt. Finde ich super. So sollte man starten auf jeden Fall, wenn man Isaac. Oh! So. Ja, wenn man Isaac spielt. Das ist super einfach, ne? Gott, wie lange ich brauche, um diese Räume zu klären. Ich bin echt schlecht, ey. Ah, das sind auch nervige Gegner, die wir hier gerade kriegen. Oh, Himmel. Weg damit. Also das nehme ich nicht mit. Manchmal sollte man Items nicht mitnehmen, Leute. Manchmal sollte man Items nicht mitnehmen. Klar, ich bin zwar kein krasser Profi, was Isaac angeht, aber trotzdem kann ich euch noch Tipps geben. Ach, verdammt. Ach, nevermind. Jetzt stirbt doch mal. Oh, lol. Oh, ein Schlüssel, dankeschön. Oh, aggressive Spinnen. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Da kann ich ja gar nicht lang. Oh, scheiße. Aber trotzdem kann ich euch quasi Tipps geben, was denn manche Items so drauf haben, wenn ihr wirklich keinen Durchblick habt. Natürlich ist jedes Wiki besser als irgendein Ratschlag von mir oder so. Aber, falls es Leute gibt... Oh Gott, The Fallen. Das ist ja super. Oh. Und jetzt macht er den Brimstone. Macht er ihn. Ich habe gelernt. Stirb. Und jetzt kommen zwei von seinen Kollegen. Aua. Nicht so geil. Alter, ich werd draufgehen! Ich werd draufgehen! Was ist denn das, ey? Ganz ehrlich. Ja, Leute, gerade davon geredet, wie schlecht ich bin und... Oh Gott, ey, das ist echt peinlich eigentlich. Aber ja, ich bin nicht wirklich gut, wie man sieht gerade. Ja. Das ist jetzt doof. Eigentlich würde ich gerne Run zu Ende machen, wenn ich ehrlich bin. Und einen gewinnen für die erste Folge. Wäre eigentlich ziemlich geil. Ach, das ist echt bitter, ey. Das regt mich ein bisschen auf, aber... ein Winstreak von minus 2 direkt. Das ist super, ey. Ohne Witz. Ja, die Stats sehen auch schon mal ziemlich gut aus, auf jeden Fall. Ach, nice. Wir haben ein Secret, haben wir auf jeden Fall. Keine Ahnung, was es ist. Naja. Wahrscheinlich der Devil Deal. Ich hoffe trotzdem, also ich werde jetzt nicht, jawohl. Ich will jetzt eigentlich doch noch einen Run machen. Oh Mann, das ist immer so schwer. Naja, ist okay, wir machen jetzt aber keinen Run irgendwie weiter. Das sollte ja eigentlich jetzt irgendwie dazu dienen, so, um zu zeigen, wie es eigentlich jetzt weitergeht auf dem Kanal. Jetzt fangen auch die Sommerferien an, da hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit. Also haben wir auf jeden Fall viel mehr Zeit fürs Aufnehmen und für sowas auf jeden Fall. Deswegen, Isaac wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen kommen. Wie gesagt, nicht regelmäßig. Und das geht auch auf jeden Fall an Justin. Nicht irgendwas Regelmäßiges erwarten. Klar, Minecraft irgendwie versuchen ab jetzt irgendwie uns ranzuhalten und das jeden Tag zu bringen, sodass wir das bald auch durchhaben dann. Und ab dann irgendwie, also ab jetzt auf jeden Fall immer dann irgendwelche Spiele einfach nur aufnehmen, raushauen, so, als Hobby, so, irgendwelche Spiele, die man spielen kann, wie Isaac, Overwatch jetzt auch, und natürlich League of Legends, solche Sachen halt, und noch andere, keine Ahnung was. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute, und bitte seid gnädig zu mir, ich bin nicht wirklich gut in dem Spiel, ich werde mein Bestes versuchen, besser zu werden, haut rein, Leute, ciao.